Oh, ah, da sind wir schon wieder zurück. Es tut mir leid. Herzlich willkommen. Wir beiden haben jetzt schon hier andere Plätze eingenommen, beziehungsweise haben ein bisschen uns zusammengerückt. Denn jetzt begrüßen wir mit voller Freude und noch größerem Stolz unsere beiden Gäste des Tages. Hauptdarsteller und Regisseur von Bird and Fallen, Ken Duken, und sein Co-Star Tom Vlachia. Hallo. Hallo. Gehen? Hallo. Moin. Nicht nur hallo. Kurz. Hallo. Hallo. Ja. Danke, es reicht. Kann ich schon mal was sagen? Kannst du. Schönen Film habt ihr gemacht, muss ich sagen. Dankeschön. Wirklich sehr schönen Film. Oh, danke. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von deutschen Filmen bin. Ich kann es mir nicht erklären, warum. Aber es gibt zum Beispiel so einen speziellen deutschen Look für mich, der euer Film nicht hat zum Beispiel. Und ich finde, da gibt es sehr viele schöne Überraschungen im Film, die ihr auch überhaupt nicht erwartet hättet. Das freut uns. Also ja. Das war so ein bisschen der Plan dahinter. Yeah. So soll es sein. Ja. Jetzt müssen wir natürlich aber erstmal die Tradition wahren. Wir haben ja bei uns in der Sendung eine kleine Einstiegsfrage, die stellen wir all unseren Gästen und da sollt ihr keine Ausnahme bilden. Ah, ja. Was habt ihr als letztes gesehen? Egal was. Serie, egal was. Serie, Film. Dokumentation, Film. Glow. Oh! Komplett und? Schon? Komplett? Erste Staffel fast durch. Ja. Gibt es schon zwei Staffeln? Nee, es gibt nur die erste. Dann erste Staffel fast durch. Und wie fandest du es? Cool. Ja? Ja, also erste Folge dachte ich so ein bisschen, jetzt so Frauenwrestling, aber ist halt super gut gespielt auch und ja. Habe ich auch die erste Staffel eigentlich echt in einem Rutsch durchgeguckt. Aber findest du nicht, dass der so ein bisschen so ein ja, es gibt ein so Tief, ein es Tief gibt irgendwo so in der Mitte? Da bin ich noch nicht. Also ich fand, irgendwo geht's mal, ließ das Interesse so ein bisschen nach, irgendwo mittendrin zwischen Folge 5 und sag ich mal jetzt 7 oder sowas. Und dann aber gegen Ende raus wird es nochmal echt richtig stark. Also ja, man muss nochmal weiter gucken, glaube ich. Ich habe auch nur 3 oder 4 geguckt. Ja, also. Guck mal weiter. Wirklich, okay. Das Ende ist richtig cool. Hm? Ende ist richtig cool. Und du? Du? Ich habe das letzte, was ich angeschaut habe, war ein Film, den ich schon 1000 Mal gesehen habe, aber den ich sehr liebe, ist Warrior. Kennt ihr den? Oh, Alter, Warrior ist mega. Ich habe, glaube ich, den in letzter Zeit schon wieder, glaube ich, 3-4 Mal. Ja, den kann man auch immer gucken. Den kannst du immer gucken. Man heult trotzdem immer. Ich muss jedes Mal heulen. Ich muss jedes Mal heulen. Hast du den gesehen? Nee. Ja, mit Tom Hardy und Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte, ey, unfassbar. Nick Nolte auch richtig gut. Ja, ja, richtig. Wirklich, die Szene, wo er ihn da auf dem Bett quasi so in den Arm nimmt. Unfassbar, also Gänsehaut. Ich hätte auch gedacht, dass er sich damit so ein bisschen rehabilitiert und wieder bessere Jobs gekriegt. Ja, hat er, glaube ich, auch. Aber ich glaube, dass der Film jetzt so im Nachhinein erst wirklich so Kult und Legend wird. Ja, das kann sein, das kann sein. Ja. Weil ich glaube auch, dass es rausbringen, also das Plakat war für mich falsch, der Titel wahrscheinlich auch für den Film, weil ich glaube, dass das einfach ein Film, der genreübergreifend funktioniert. Ja, ja. Und auch wirklich, ich bin ein riesen Fan von dem Film. Total. Ich habe den schon, keine Ahnung. Ich habe den, glaube ich, auch 4-5 Mal schon gesehen. Bisher, und dann im Flieger, ich war jetzt wegen Shanghai hin und her geflogen, glaube ich, habe ich im Flieger wahnsinnig viel geguckt, auch so wahnsinnig viel Mainstream, ne, was man sonst nicht so guckt. Assassin's Creed, war nicht so meins. Da bist du nicht allein, glaube ich. Aber wieso Shanghai? Kurze Frage. Da hatten wir die Weltpremiere für Bird and Fallen. Ah, okay. Und wie hat Shanghai das angenommen? Ich war total überrascht. Die haben es genauso angenommen wie hier. Also es ist wirklich sehr, sehr emotionalisiertes Publikum, danach tolle Fragen gestellt. Ich kam mir in Shanghai vor, eigentlich eher wie so im französischen Arthouse-Kino. Das Einzige, was gefehlt hat, dass die Leute nicht geraucht haben. Die Fragen waren toll und ja, war ein wahnsinnig interessanter Trip auch. Okay. Ja, jetzt müssen wir aber kurz mal, glaube ich, erklären, worum es bei euch in diesem Film geht. Es geht um einen Mann namens Frank, der sich eines Morgens quasi auf den Weg nach Berlin begibt, weil er dort seine Tochter vom Bahnhof abholen möchte. Und was man am Anfang vom Film mitkriegt, ist, du hast ein kleines Alkoholproblem. Mhm. Und bist eigentlich so eher... bist eigentlich eher so, ja, ich will jetzt sagen, ja doch, man muss es sagen, abgefuckt. Ja, und versuchst aber... Man merkt schon, du versuchst irgendwie dein Leben auf die Reihe zu kriegen, was auch deine Ex-Frau am Telefon irgendwie so ein bisschen... Ich glaube, verheiratet seid ihr noch, ne? Ja, ja. Ex-Frau, das erste Mal seit langer Zeit die Tochter, Alkoholproblem. Und Weihnachten, wir haben Weihnachten. Stimmt. Es klingt so alles nach dem typischen deutschen Sozialdrama. Was genau. Und du begibst dich halt quasi auf die Reise nach Berlin und dann triffst du an einer Tankstelle einen
doch am Anfang vielleicht ein bisschen eigensinnigen, aber auch sympathisch wirkenden jungen Mann namens Andreas. Ist das super nett. Ja? Ein bisschen nervig nett, ne? Ja, ein bisschen nervig nett, ne? Also gerade am Anfang, wenn du da irgendwie deine Musik hören willst und er nicht so geil begeistert davon ist, so. Ich kann dich verstehen auf eine gewisse Art und Weise, du hörst ja schon krassen Sound in dem Moment, aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ey, Alter, den hätte ich jetzt direkt in der ersten keine Ahnung, Bucht hätte ich ihn schon wieder rausgeschmissen. Ja. Aber dann entwickelt sich das Ganze doch zu einem echt handfesten Thriller, ja, wie auch halt Genrefilm so gesehen, der mit brisanten aktuellen Themen spielt. Die sind ja leider doch ein paar tragische Ereignisse aus der Realität, sag ich mal, in diesen Film mit reingefahren, so, ne? Also die Geschichte in Berlin, als da jemand mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt gefahren ist, so. Das war extrem absurd für uns auch besonders. Wer den Film gesehen hat, weiß, die Thematik hat damit ein bisschen was zu tun. Auch der Breitscheidplatz bedeutet bei uns, oder spielt eine Rolle, eine andere, aber eine wichtige Rolle für uns. Wir hatten die Teamvorführung, wo wir das erste Mal den Film auch wirklich dem Team gezeigt haben, nach 2 Jahren Arbeit. So alle sehr emotionalisiert rausgekommen und wir waren ein paar hundert Meter vom Breitscheidplatz entfernt und es war am 19. Dezember, es war wirklich der Tag, wo das passiert ist. Wow, okay. Wir sind rausgekommen aus diesem Film und 10 Minuten danach ist es passiert und da hängst du auch erstmal so komplett in den Seilen. Also ich habe an dem Tag gar nichts mehr gespürt. Also ich war auch so, du denkst auch nicht mehr an den Film, du denkst an gar nichts mehr, du denkst an die Leute auf dem Platz, du rufst Freunde an, wer ist da. Es rutscht so alles nach hinten. Und das war für mich auch persönlich ein krasser Moment, weil der Breitscheidplatz auch noch eine krasse Bedeutung für mich hat. Das ist der Weihnachtsmarkt, wo ich mit meinem Sohn allein vor dem Anschlag 14 Mal war. Okay. Genau da, wo dieser Truck da rein ist, das ist die Ecke, wo du mit deinem Kleinkind bist. Das ist Entenangeln, Dosenwerfer und lauter so ein Scheiß. Also, hey, das ist echt mies, ey. Ja. Mhm. Also jetzt nur mal kurz, ich will nicht zu viel verraten von dem Film. Ich bin auch die ganze Zeit am Kämpfen. Was darf man jetzt eigentlich sagen? Aber ja, man kann ja schon sagen, das macht der Trailer ja auch schon klar. Also den Trailer kann man sich ja im Netz angucken, auf eurer Homepage und so weiter und so fort, ist ja da. Was, glaube ich, klar wird und was jetzt nicht irgendwie der krasse Spoiler ist, Andreas zwingt dich quasi dazu, eine bestimmte Sache zu machen, weil er androht, deiner Familie irgendwie weh zu tun. Kann man das sagen? Es geht praktisch um die Frage, wie weit gehst du für das Leben deiner Lieben? Genau, mhm, genau. Das, also so viel wollen wir mal vom Inhalt irgendwie jetzt verraten, und aber ich glaube auch nicht weiter, weil alles weitere wäre, würde den Leuten den Spaß. Was ich auch immer wieder sage, weil die Leute sagen, um Terror, das Gute ist, der Film hat so ein paar Wendungen. Man das Gefühl hat, man weiß, wohin der Film geht, dreht er sich und shiftet. Ja. Und die Frage hinter diesem Thema ist jetzt kein Anschlag, Sozialdrama, um dieses Terrorthema generell, sondern es geht um eine generelle Frage, die ich stellen will. Wie weit werden wir durch unsere Ängste und Emotionen, die Terror mit uns macht, manipulierbar, instrumentalisierbar? Und das stellt dieser Film nicht mit sagen wir Fingerzeig in Frage, sondern stellt Fragen und will zur Diskussion anregen. Und, aber ihr habt den Film ja, wenn ich das richtig verstanden habe, 2015 oder so gedreht, kann das sein? Oder? Ja, nein, 15, 16 in der Wende. Also wir haben ein paar Tage vor Weihnachten, diese Weihnachtszeit war wahnsinnig wichtig. Darauf war es auch konzeptioniert. Mhm. Weil du gesagt hast, der typische Look, dadurch, dass wir nicht die Budgets haben, die vielleicht internationale Filme. Aber ja, den super Kameramann. Genau, ja. Und dieses Konzept war, Ciao war für mich die Bedingung an mich, den Film zu machen. Ich habe gesagt, wenn Ciao, ich bin selber ein sehr visueller Mensch, also ich habe wahnsinnig viele Musikvideos inszeniert und dadurch so meine Filmhochschule gehabt, dass ich viel mit Technik mich auseinandergesetzt habe. Ciao war einfach, ich wusste, der versteht mich. Und wir haben praktisch viel auch auf das hin konzeptioniert. Jetzt muss ich kurz erklären, wie wird er richtig ausgesprochen? Ngo, The Chow? The Chow Ngo. The Chow Ngo. Ja, ist ein deutsch-asiatischer Kameramann, der jetzt. Berliner eigentlich. Ja, okay. Der jetzt schon richtig, richtig viele Filme in Szene gesetzt hat, auch deutsche Filme. Und ich habe mit Andi gerade noch, bevor wir hier irgendwie, bevor wir die Sendung auch angefangen haben, haben wir kurz über euren Film geredet, wo wir halt auch gesagt haben: Ey, jedes Mal, wenn ich Bilder oder die Kamera sehe von ihm, von Chow, ja. Mir fällt auf, dass die Bilder halt einfach geil sind. Beziehungsweise andersrum. Man guckt einen Film und denkt so, ah, das hat einen geilen Look. Das, also die Bilder sind echt super. Und dann stellt man fest, ist er wieder. Ist er wieder. Ist er momentan die, sag ich mal, Koryphäe? Für mich ist er besonders. Also ich habe durch diese ganzen Arbeiten auch international wirklich mit den tollsten Kameraleuten der Welt arbeiten dürfen. Den letzten Film, den ich gemacht habe, war mit Vittorio Storaro.
3 Oscars, also von Platoon bis zu Der letzte Kaiser. Das ist kein schlechter Kameramann. Der hat auch schon echt tolle Sachen gemacht und die Ansätze. Ich habe auch so Arbeit noch nie gesehen. Also jedes Detail wird über Backlights mit 6 Dinos und was weiß ich beleuchtet. Er hat sein Pool und Misch praktisch beim Drehen am Set. Und hasst Available Light, weil er sagt einfach, es gibt kein Available Light, es gibt das richtige Licht für den Film. Und so sieht es Chow auch, aber halt mit anderen Möglichkeiten. Und ich finde, diese Art, wie Chow arbeitet und wie ich auch als Schauspieler sofort spüre, wenn er da ist, und dieses Vertrauen, was wir ineinander haben, auch eine super Freundschaft, er ist besonders. Ich habe mit so jemandem noch nie gearbeitet. Und das macht ihn besonders, weil jeden Ball, den du ihm zuspielst, er nimmt ihn auf, spielt ihn zurück. Es ist so eine Teamarbeit. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Kamera und Regie nicht 2 Leute sind, die 2 Jobs machen, sondern 2 Leute sind, die einen Job machen. Und dieses Vermorfen von diesen Leuten, weil er macht sonst, hast du ganz oft das Problem, was ich nämlich habe, das Gefühl, Kamera haben wir eher so ein Torwartproblem in Deutschland. Also es gibt viele deutsche Kameraleute, die wirklich toll sind, aber die machen tolle Bilder und du erzeugst keine Stimmung. Und gerade Genre lebt durch Stimmung. Und diese Willkür in den ist oft das Problem, weil du gesagt hast, woran liegt es? Ich glaube, dass du diese filmischen Mittel nicht willkürlich zusammenschmeißen darfst, sondern du musst wirklich genau wissen, auswählen, was, welches was. Element und wie. Ich meine, es fällt ja auch auf, zum Beispiel, wenn dein Darsteller, immer wenn wir bei dir sind, ist zum Beispiel Shaky Cam, ja, Handheld. Wenn wir woanders sind, sind wir sauber, ordentlich, ruhig und so, was natürlich deinem Charakter oder deiner Figur so ein bisschen auch Gefühl geben soll, was bei dir gerade los ist und so. Die Kamera ist bei uns das Bewusstsein dieses Films. Das Bewusstsein ist bei Frank, was sehr oft durch Tom ein bisschen aus den Fugen gebracht hat. Und deswegen haben wir uns auch konzeptionell dafür entschieden. Also, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist am Anfang aus der Kamera. Wenn er bremst, rutschen wir in dieses Auto rein. Wessen Idee war das? Das habe ich mich gefragt. Die Auflösung haben wir zusammen gemacht. Also, wie wir es dann machen, das hat auch in dem Moment nicht Chow, sondern mein Stunt-Choreograf, der Ferdi Fischer, die Kamera gehalten. Und ich bin auf ihn zugeslidet. Also, es ist alles echt, ja? Das ist alles echt. Also nur für die Zuschauer, Kamera steht auf der Straße, Wagen kommt angefahren, bremst, sieht man, glaube ich, im Trailer, habe ich gerade gesehen. Es ist aber im Trailer nicht verraten. Im Trailer ist nicht das ganze Ding. Ist es nochmal, wenn du einen Film gesehen hast, übernimmst du es und übersetzt es, aber im Film ist es nochmal krass. Okay, also Auto bremst, stellt sich quer, Kamera fährt quasi auf das Auto zu, geht durch die Scheibe ins Auto, auf den Raum unten im Wagen quasi, so in einem Durchgang. Fand ich auch cool. Ja, und das sind so diese Sachen, wo ich dann zu Chow sage, lass uns da in dieses Auto reinsliden irgendwie. Dann sagt er, wie könnten wir es machen? Dann finden wir eine Lösung. Da hat er natürlich auch tolle Erfahrungen und bringt nochmal Ideen drin. Dann spielt er bei dem Ball weiter, lass uns noch mit nach vorne gehen in der gleichen Einstellung. Wie machen wir das? Und so arbeitet man das, dass man sagt, okay, jetzt sind wir mit dem Bewusstsein in diesem Auto. Und dann bleiben wir. Und nur von Frank, der aus dem Auto raus will, will die Kamera auch immer wieder raus und wird wieder reingesaugt. Und sind so diese Konzepte. Ja, das, was danach folgt, nach dieser Bremsung, Hammer. Wie habt ihr das gemacht? Hammer. Haben wir ein bisschen geübt für, ja. Genau. Das glaube ich. Auch diese Kampfgeschichten waren echt beeindruckend und vollkommen überzeugend. Es hat richtig wehgetan. Es hat wehgetan. Also ich musste üben. Ken kann das ja von Haus aus. Ja, ach so, alles klar. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Mein Kampfsport ist was anderes. Ich mache Brazilian Jiu-Jitsu. Ah, okay. Das ist eher Grappling und deswegen, man sieht so ein bisschen angehaucht ein paar Sachen. Aber wie gesagt, das sind Team-Leute. Also wir haben mit Ferdi und Mathis Landwehr hatten wir 2 ganz tolle Leute, die es choreografiert haben. Wir haben das ein bisschen wie die amerikanischen Filme gemacht, also mit Previous, die man dreht. Also der Stunt-Choreograf choreografiert die Kämpfe, dann nimmt das auf, zeigt mir, wie er meint, dann kann ich adaptieren, dann habe ich ein paar Sachen rausgeschnitten, die mir dann zu, die haben wir sogar noch gedreht, aber im Schnitt habe ich gemerkt, das wird mir zu technisch. Wie lange habt ihr geschnitten, kurze Frage? 3 Monate, 4 Monate, intensiv. Ja, ja. Also ich habe, während ich den Film geschnitten habe, Tempel gedreht, das war eine echt krasse Erfahrung. Ja, das glaube ich. Schön nachts wahrscheinlich. Nachts geschnitten, tags gedreht und dann irgendwie viel über Vimeo links auf Handy. Also nein, weil ich, warte, einen Moment, ja, gleich. Das war spannend. Was mich interessieren würde, die Geschichte, die hast du mitentwickelt, ne? Die kommt eigentlich von einem anderen Autoren, oder? Nee, andersrum, die Idee ist von mir. Ja. Ah, okay. Die habe ich meinem Partner gesagt, Norbert Kneißl. Norbert Kneißl. Der hat praktisch die Wolfpack-Jungs, die uns unfassbar unterstützt haben, als Co-Produzenten auch, und die, ohne die wir den Film nicht hätten wuppen können. Die haben Christoph Mille, den Autoren, ins Boot geholt.
Und Christoph Miller hat dann praktisch den ersten Wurf gemacht, der schon toll war. Und dann haben wir entwickelt und gearbeitet. Und als wir wirklich glücklich waren mit der Struktur, sind wir, haben wir uns eingesperrt und einen Monat an den Dialogen gearbeitet. Ja, das sind auch, die sind auch gut, die Dialoge. Und wann kamst du dazu? Ja, ich wollte gerade sagen, wie kommst du dazu? Wann kam ich dazu? Ja, wir kannten uns vorher eigentlich gar nicht. Also, so, also nur so von Partys, von mal so Hallo-Nicken. Und ich mochte ihn als Schauspieler, aber irgendwann rief er an und fragte, kann ich dir mal ein Buch schicken? Und ich so, ja, schick mal. Wo warst du da zu dem Zeitpunkt? Da war ich auf dem Flughafen. da kam ich gerade von irgendwo. Ah. Ich war irgendwo in Südamerika, da habe ich irgendwann einen kurzen Dokumentarfilm gedreht. Okay. Mhm. Und dann habe ich das Buch gelesen und fand das sofort geil, weil das einfach also für einen deutschen Film, das sind einfach super geile Dialoge. Ja. Und das ist natürlich das Erste, worauf du als Schauspieler guckst. Und und im gleichen Moment hatte ich ein bisschen Angst davor, weil es ist ja, naja, was heißt Angst oder Respekt, weil es ist natürlich sehr kammerspielartig und meine Figur, also ohne jetzt da zu viel zu verraten, also im Prinzip sind das ja mehrere Figuren. Ich wollte gerade sagen, du hast viel zu tun. Also ich habe viel zu tun. Mhm. Und ja, wir hatten nicht so wahnsinnig viel Zeit dann zur Vorbereitung. Ich wollte gerade sagen, habt ihr da irgendwie vorher geprobt, komplette Durchläufe und so? Wir haben uns getroffen. Ich hatte auch wirklich da das Problem, wir haben uns einmal getroffen bei der Lesung und dann hatte ich Tom am Telefon und wusste, wenn ich diesen Mann jetzt zu Wort kommen lasse, habe ich keinen Hauptdarsteller. das war so, dass ich gesagt habe, wir treffen uns jetzt sofort. Und jedes Mal, wenn er... Ich so, ja, das war einfach, weil mein Ken hat sich natürlich von Anfang an, es ist sein Baby und kannte natürlich beide Rollen und alles in- und auswendig. Und wir haben uns dann das erste Mal getroffen und ich dachte immer so, er hat dann so Sachen gesagt, gemacht, dachte, ja, so muss das sein. Aber ach, stand so auch, aber es ist nicht da, also du hast doch trotzdem das in deiner Form interpretiert. Ja, na klar, ich habe es ja dann im Endeffekt gespielt. Mhm. Aber wir haben das erste Mal getroffen. War schon großartig, also weil Tom hat was gemacht, was ganz viele Schauspieler nicht, also sagen wir mal, Schwierigkeiten haben, und ich kann es auch verstehen, zum Teil ist wirklich dieses Vertrauen entfallen lassen. Mhm. Weil so eine Figur, wer den Film gesehen hat, die kann man nicht bauen. Du kannst nicht über diese 90 Minuten, wo es nur um zwei Leute geht, du kannst nicht bauen, dass du da versuchst, irgendwas zu erzeugen und dann versuchst du, Begründung zu erschaffen. Und du willst diese Begründung natürlich auch haben. Du als Schauspieler liebst auch deine Figur, egal was sie macht, und versuchst immer wieder zu rechtfertigen, zu begründen. Und das ist aber oft auch so eine Fernsehdramaturgie, dass man bestimmte Dinge, die so extrem sind, noch begründen muss. Dass da der schlimme Vater oder was weiß ich nicht alles. Aber was rechtfertigt das, was da gesagt wird? Und diese Figur war auch noch so schwierig, weil es gibt eine ziemlich krasse Stimmung in diesem Film, die dann auch mal switcht und so weiter. Und ohne zu viel zu spoilern, kann ich nur sagen, ein sehr krasser Dialog, der aus Facebook-Kommentaren zusammengesetzt wurde. Ah. Oh. Und da ging es um Stimmung auch einfach. Mhm. Und ich wollte dieser Figur keine Begründung geben. Und ich wollte auch, und das wusste Tom sowieso, dass man keinen Bösewicht kreieren muss und man spielt nicht gut oder böse, aber ich wollte, dass wir eine Figur erschaffen, vor der du Angst bekommst, wenn sie lächelt. Mhm. Und Tom geschafft. Also wie gesagt, wir haben uns dann zwei Tage getroffen. Ich habe ihn ein bisschen beobachtet und habe gesagt, er ist Andreas. Ja, okay, aber stand es noch zur Debatte, ob er vielleicht dann Frank ist? Nee, das stand für mich nie in Debatte, weil ich wusste, in dem Moment, wo ich inszeniere, ich kann Andreas nicht spielen. Okay. Die Figur von Frank ist emotional in dem Sinn dann für mich anspruchsvoll, aber stringenter. Die Figur Andreas, die funktioniert nur, wenn der Schauspieler wirklich auf dieser roten Linie läuft. Und wie willst du das immer kontrollieren? Du würdest wahrscheinlich dann irgendwann dich zwingen, in so Safe Havens, also so richtig so dich ein bisschen zu kontrollieren in irgendwelchen Manierismen. Ich erkläre es jetzt falsch, aber du würdest wahrscheinlich nicht so loslassen. Aber jetzt sag ich mal so, du hättest doch auch so gesehen ein Safe Haven gehabt, weil du hast gesagt, du hast ein Kind. Und du kannst ja wahrscheinlich dann die Situation deutlich besser nachvollziehen. Das ist das, was ich meine, aber dieses wirklich Emotionale, und wer diesen Film sieht, ist, glaube ich, dann auch überrascht, wie gebrochen Frank teilweise da steht und alles andere als dieser typische Held, den du hast. Also wir nehmen diese Genre-Elemente und brechen sie. Und es ist auch so, dass gerade der Film natürlich auch am Ende sehr polarisiert, so wie er dann bestimmte Sachen auflöst und sagt und tut. Und super Ende übrigens. Hat mich sehr überrascht. Ich dachte schon, naja, das kriegen den. Ja, Ende das, fand ich auch gut. Ich dachte erst, es gibt ein Ende. Ja, im Film passiert was. Und ich so, ja gut, jetzt sind wir beim Finale. Und dann habe ich irgendwie kurz mir was zu trinken geholt und dann habe ich gesehen, oh, warte mal, ich habe ja noch 30 Minuten.
oder 35. Ich so, da muss ja noch was passieren, das finde ich gut. So, und dann, als das Finale tatsächlich kommt, also die letzten 5 Minuten, dachte ich, ja, super. Fand ich super. Weil das ist ja meistens das größte Problem. Wie findest du denn einen richtig guten dritten Akt? Und Ausstieg. Und führst du ihn auch so gut aus, ja. Aber wie du das gefunden hast, müssen wir leider nach der Werbung kommen. Ach, man. Ah, okay. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit Tom Blagia und Ken Duggan und Berlin Fallen natürlich. Willkommen zurück bei Kino Plus mit unseren heutigen Gästen Tom Blagia und Ken Duggan, den beiden Hauptdarstellern und auch gleichzeitig dem Regisseur aus Berlin Fallen. Wir waren eben schon tief in der Materie und wir gehen jetzt noch weiter in die Materie, denn du würdest gerade mal kurz erzählen, wie du, oder wolltest gerade ausholen, wie du quasi auf das Ende gekommen bist oder warum oder wie es dir gelungen ist, diesen Film zu einem wirklich guten Ausstieg zu verhelfen. Gab es da verschiedene Optionen? Was ihr sagt, wo ihr für mich, wart? Für mich nicht, komischerweise. Also ich wusste. Das würde ich jetzt würde ich was spoilern, wenn ich was sagen würde, aber okay. Ich hatte andere Bilder, aber das will ich jetzt nicht sagen, sonst würde ich was spoilern, aber ich glaube, dass es gibt viele Enden und mein Cutter Charlie Lazar, der sagt auch immer, es gibt nur ein richtiges für den Film und das sucht sich selber aus und es war so, dass wir, glaube ich, den Film in allen Mitteln einfach so konsequent wie möglich gemacht haben, weil wir es konnten auch. Wir hatten Sky an Bord, die haben uns viel Freiheit gegeben. Ah, ansonsten haben wir den Film allein und frei finanziert. Und hat er deswegen so lange gedauert zu produzieren insgesamt? Weil du sagtest, 2 Jahre jetzt? Nein, ich meine mit Drehen, wir sind wahnsinnig schnell gewesen. Ah, okay. Also die Idee war 14 früher noch irgendwie, und dann kam das, es hat sich alles so ein bisschen entwickelt. Ich kann den hundertprozentigen Ablauf nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir dann irgendwann entschieden haben, diese Idee zu machen. Dann kam Charlie Hebdo, plötzlich wurde das Thema interessanter für viele Leute. Dann haben auch viele Leute Angst davor bekommen. Und dann haben wir das Buch weiterentwickelt, hatten mit Leuten auch gesprochen. Kurz vor Dreh passierte Paris. Dann war klar, dass wenn wir den regulären Weg gehen, werden wir es nicht in dem Zeitablauf produzieren können, wie wir ihn für richtig hielten. Weil wir wollten ja mit dem Film auch bestimmte Aussagen machen, dass es dann immer aktueller geworden ist, ist dann während des Drehs passiert und danach. Das heißt, hat jemand auch ein bisschen versucht, Einfluss zu nehmen auf das Skript? Von außerhalb? Als Produktion jetzt und als Geldgeber? Produktion nicht. Also das war wirklich unser Ding und es ist auch, das kann ich mit 100% sagen, deswegen alle kritischen Anschreien oder Schriften an mich über Facebook oder Instagram. Du bist dein Body. Es ist dein Film. Nein, also es ist 1:1 der Film, den ich machen wollte. Ja, ich bin natürlich perfekt. Nicht doof, ich habe ein super Team. Und du hast natürlich auch Schauspieler, lange wahnsinnig geil. Ja, das ist eben das Geile und das passiert halt nicht sehr oft in Deutschland im Moment, dass wirklich jemand, der eine Idee hat und eine Vision und genau weiß, wie er das umsetzen will, dass man den machen lässt. Dann sind dann meistens kommen dann irgendwie Leute dazu, die dann auch gewisse Druck mit der Hand haben, um zu sagen, okay, wir wollen das Ende. Wäre das ein Fernsehfilm geworden, da wäre es wahrscheinlich wirklich... Ich glaube, ich kenne mittlerweile tolle Redakteure, mit denen ich das auch machen könnte. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch bei dem Film war ganz oft die Frage, Alter, der Schauspieler macht jetzt das hier und Genre und auch noch das Thema, Moment. Wobei jetzt wirklich nach den ersten Reaktionen wirklich viele tolle Leute auf einen zukommen und sagen, ich habe dich unterschätzt oder das gefällt mir oder komm mit dem nächsten Projekt auf einen zu und das finde ich ja dann auch toll. Das muss ich aber auch sagen, damit kann man sich auf jeden Fall 100% bewerben. Ganz ehrlich, was ich nur sagen will, ist, wir sind ja in Deutschland und Tom sowieso, ich auch, arbeiten, ich wäre in Deutschland jahrelang verhungert. Ich habe in 6 Sprachen überall auf der Welt gedreht und hier in Deutschland haben mir die Sachen einfach nicht gefallen. Es war aber dann meine Entscheidung zu sagen, ich habe 2 Hände, zur Not kann ich was anderes machen und spiele auf einer Kleinkunstbühne irgendwo. Ich sage immer Buxtehude, Buxtehude ist eine schöne Stadt. Also, aber es ist, ich wurde auch schon angeschrieben mittlerweile von Buxtehude. Also ich werde es irgendwann machen. Ist das aber auch etwas, was du dir langfristig, also ist es quasi für dich der logische nächste Step? Oder war das schon immer das Ziel? Für mich war es immer klar. Also für mich, habe ja vor, ich weiß nicht, 14 Jahren, 2003 mein Regiedebüt gemacht mit einem Kurzfilm. Dann halt wahnsinnig viele Musikvideos inszeniert und irgendwas Bekanntes, kurze Zwischenfrage? Irgendwas, was hier Dings, Westernhagen hat er gemacht. Westernhagen habe ich gemacht, Curse, wahnsinnig Curse viele viel Videos, ziemlich, okay. Fast über eine Zeit lang fast alle Videos von ihm, dann Umf, Laura Lopez Castro. Ah, cool. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass du das machst. Wie gesagt, ich bin ja kein Mensch, der jetzt jeden Tag irgendwo sich in die Presse exponiert. Ja, das finde ich auch das Faszinierende. Ich kenne deinen Namen schon so lange. Ja, also wirklich den Namen, der taucht immer irgendwo auf, beziehungsweise den liest man hier irgendwo. Aber ich hätte niemals irgendwie greifbar
irgendwie einen Film oder irgendwie eine Serie gehabt, wo ich sage, ah ja, stimmt, der ist da raus. Ich weiß, du hast im Tatort mitgespielt. Ich weiß, du hast hier, wie ist es, Nachtwache, Nachtschicht? Nachtschicht, ja, aber da bin ich 2, 4 schon raus. Ja, ja, nee, ich sag nur, aber du hast das ja alles gemacht. Also du bist ja auch ein Fernsehgesicht so gesehen, ne? Aber trotzdem irgendwie, du bist zwar da, aber warst nie wirklich anwesend. Oder irgendwie, also ja, das ist halt die Wahrnehmung. Oder präsent. So, Wahrnehmung war so unterschiedlich. Die einen haben dich super krass wahrgenommen, weil sie halt anders geguckt haben. Weißt du, weil die anderen sind mehr in anderen Genres wieder. In den Genres haben mir aber die Sachen nicht gefallen. Ich habe wahnsinnig viele, so sagen wir, kommerzielle Kinofilme auf dem Tisch gehabt, aber es war nicht das, was ich machen wollte. Ein paar habe ich gemacht, weil ich es auch cool finde ab und zu. Ich suche halt immer neue Sachen. Und jetzt nur eine Sache zu machen, das kann ich einfach nicht. Da würde ich irgendwann ins Spiegel kotzen. Also, was mich jetzt aber noch interessieren würde, warum startet der Film? Ihr habt den komplett eigen produziert. Jetzt kommt Sky an Bord. Und sagt hier, wir helfen euch, wir... Nee, Sky war von Anfang an dabei. Ah, Sky war von Anfang an. Sky waren die einzigen, die von Anfang an dabei waren. Sky Deutschland, England, Italien. Und deswegen haben wir diese Holdbacks nicht, diese sogenannten Regularien, wie lange du einen Film zurückhalten musst, bevor er dann auf Pay-TV oder normalen Fernsehen oder sonst was, der Film wird Ende des Jahres, was immer noch eine lange Zeit ist für mich, auf Sky laufen erstmal exklusiv, bevor dann irgendwann Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich die DVDs und Blu-Rays rauskommen. Aber jetzt haben wir praktisch die Möglichkeit, den Film ins Kino bringen. Wegen den Holdbacks können wir keinen regulären Kinostart machen. Wenn jetzt die Leute das Kino überrennen würden, könnten die Kinos es spielen. Wir verbieten es ihnen ja nicht. Aber wir machen jetzt diesen, sagen wir mal, alternativen Content und zeigen den Leuten auf, ihr habt 3 Tage Zeit, den Film auf der Leinwand zu sehen, weil halt alle der Meinung war, der Film gehört auf die Leinwand. Und man muss es eher so sehen, wie ermöglicht jetzt in den Leuten, weil alle wirklich gesagt haben, das ist ein geiles Teil, lass es uns auf die Leinwand bringen, ihr habt 3 Tage Zeit, den Film zu schauen, und ihr sorgt ja dann dafür, dass es funktioniert. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, wie viele deutsche Genrefilme kommen denn mit einer großen Ankündigung an und laufen eh nur 3 Tage? Ganz genau. Wenn man einfach den Leuten auch irgendwie das Gefühl gibt, ey, wenn ihr den Film sehen wollt, wenn ihr Tom auf der Leinwand sehen wollt, und ich sage euch, das ist schon mal ein, wo ich garantiere, dass es sich lohnt. Ja. Also wirklich, das kann ich mal jetzt kurz allen Game of Thrones Fans ja mit auf den Weg geben. Ja? Ihr habt den Mann noch nie so mehr gesehen. Sprechen gehört. Das sowieso. Aber ey, du warst so fies. Du bist so asozial. Ja, wirklich. Das ist echt beängstigend gut. Findest du? Ja. Find ich echt gut. Und aber auch das wechselt ja im Film, ne? Die Machtverhältnisse wechseln ja hin und wieder auch. Ja. Und das fand ich auch irgendwie sehr spannend. Ja, das macht ja auch Spaß. Ich meine, so eine Rolle zu spielen, die so viele Schattierungen hat und die, wo man wirklich so alles mit reinbringen kann, das ist ja... Genau, deine Figur ist halt schwer greifbar. Ne? Eben, das ist auch so eine Sache, die mich noch interessiert. Am Ende, ja, er ist ja so ein bisschen, wie soll man sagen, zwielichtig, diffus, also man steigt nicht so ganz durch, was Andreas Ziel am Ende eigentlich, also man erfasst schon, was er will und was der Plan ist, so, aber irgendwie bleiben so die Hintergründe und Motivationen eigentlich echt unklar. Ist das also zumindest, das habe ich vorhin gemeint, so eine Restunklarheit ist noch da. Das finde ich auch, ja. Das ist diese Ohnmacht, die wir haben. Also wir haben, das war auf dem Kudamm, was ihr da im Hintergrund seht. Da ging es mir schlecht. ein paar Sachen, also ja, auf jeden Fall ist, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich die wieder gesehen habe. Die Motivation ist es natürlich, es würde die Figur schwächer machen, wenn man ihr eine konkrete Motivation gibt. Wenn man ihm sagt, der hatte jetzt eine schwere Kindheit, deswegen ist er jetzt das geworden. Wir durften das nicht rechtfertigen. Ich finde diese Haltung und diese Aussage, die wir da bringen, und die hat mich ja wirklich erschreckt. Also der Grundtenor und Gedanke zu dieser Idee entstand bei mir bei dieser Finanzkrise in Griechenland, wo ich das Gefühl hatte, ist jetzt natürlich überspitzt dargestellt, aber wirklich, ich hatte das Gefühl, dass du ein halbes Land mit Missgabeln nach Griechenland schicken kannst. Durch 2, 3 Überschriften in irgendwelchen Boulevardzeitungen. Und ich dachte, es ist doch unfassbar, dass diese Stimmung nochmal so switchen kann in dem Land und wie manipulierbar sind wir durch diese Emotionalität. Und so, das ist unser Beruf. Emotionalität, wie wird man in der Emotionalität rational? Und ich kann es halt nur oft genug betonen. Ich wusste, dass Andreas ist. Oh Gott, das. Ja, genau. Das habe ich, gestern gesehen. Was war das nochmal? Warum hast du dir? Warum hast du echt gekotzt? Ich habe in dem Film oft das Stilmittel benutzt, dass ich die Sachen, die du kennst, so übermäßige Gewalt nicht zeige, sondern im Kopf passieren lasse. Ja. Und habe eher Dinge gezeigt. Da habe ich jetzt praktisch einen Outtake. Also es ist so natürlich nicht im Film. Habe ich echt kotzen wollen. Ich wollte, dass die Leute, also praktisch, es ist auch so gemacht, dass du wirklich denkst, boah krass, also weil der Typ ist fertig, aber es ist nicht. Also ich wollte, dass du sowas, was du sonst nie siehst, nicht hinterfragst.
Also, dass du wirklich siehst, das ist echt und ist ehrlich, dass plötzlich jeder Schlag, der danach passiert, kriegt eine andere Bedeutung, kriegt eine andere Heftigkeit. Und da habe ich, weil ich meine, ich war wirklich mittlerweile 40 Grad Fieber den ganzen Tag, Schüttelfrost, aber unter Adrenalin. Aber das hat geholfen. Funktioniert und tagsüber ging es mir richtig gut, nachts wieder Schüttelfrost im Bett und ich habe vergessen zu essen. Und dann habe ich mich da hingelegt und habe versucht, ganz am Schluss die ganze Zeit zu kosten und es kam einfach nichts raus. Und dann habe ich nochmal schnell so Brötchen vom Catering reingezogen. Also, hast du am Ende echt gekostet? Natürlich, ja. Und zum Glück haben wir das aber gefragt. Am Ende des Tages gedreht, weil danach hättest du dann nicht mehr. Natürlich. Aber ich habe mich das tatsächlich gefragt. Beim Kotzen, weil ich dachte so, man kennt das ja oft, man merkt, dass es nicht passt. Also man spürt, dass der Mund voll ist schon im Vorfeld und man was auskotzt und man merkt auch, wenn es CGI ist. Und bei dir dachte ich so, war das jetzt echt? Man sieht einfach, dass das echt ist. Ja, super. Method Acting. At its best. Und sag mal, was man hier so sieht, ne? Es gibt so eine Szene, die haben wir, glaube ich, jetzt ein bisschen überlabert. Da fahrt ihr so, da redet ihr, also du redest mit Tom, irgendwie gehst du so ein paar Sachen durch, dann musst du das machen, dann musst du das machen und dann holst du eine Klappe vor und sagst hier, Schnitt, da, Take, das und das, die was weiß ich. Sind es Sachen, die du dir dann auch wirklich durch die Musik-Videoclip-Dreherei und die ersten Kurzfilme so angeeignet hast? Weil ich glaube, das Knowledge und das Fachwissen, was man ja mitbringen muss, um einen richtigen Langfilm zu drehen, ist ja nochmal ein ganz anderes, oder? Als wie gesagt, ich habe die Möglichkeit, von den Besten zu lernen. Das ist das Spannende. Normalerweise sind Regisseure ziemlich allein am Set mit ihrer Position. Also jeder Kollege sieht andere Kollegen, spielt mit anderen Kollegen, kann voneinander lernen. Aber in dem Moment, wo du irgendwann von einer Filmhochschule weg bist, kannst du dich von Filmen inspirieren lassen. Aber du bist halt selten als Regisseur bei anderen am Set. Mhm. Und ich habe wirklich von Lars Becker bis hin zu jetzt Giacomo Battiato im Ausland oder viele so wirklich tolle Regisseure, von denen ich arbeiten konnte. Martin Schreier, ein ganz junger Filmemacher, der mich bei Robin Hood wahnsinnig inspiriert hat. Es gibt so viele tolle Leute, von denen ich lernen konnte und das habe ich mir immer angeeignet. Also ich sehe auch zum Beispiel oft Dinge, die andere nicht sehen, was mich interessiert. Am Anfang hat es mir so ein bisschen die Naivität weggenommen. Mittlerweile macht es mir Spaß, weil du hast mal Momente und dann jede Lampe am Set kann man irgendwie selber aufstellen. Ich kann sie wahrscheinlich nicht benennen, aber ich kann sie wenigstens hinschleppen. Kreativität macht Spaß, ist einfach ja. So. Und das ist dann immer dieses Zusammen. Und ich meine, da nicht nur ich, man sieht es jetzt hier, aber ich meine, was Tom in dem Auto an was der nochmal allein an diesen Anschlüssen mit diesen ganzen Requisiten, ich glaube, er hat mich teilweise so verfolgt. Ich bin teilweise wahnsinnig geworden, weil ich meine, wir saßen ja sehr viel Zeit in diesem Auto. Wie viele Tage hatte sehr beengt. Kurze Frage. 20 Drehtage insgesamt? 20 Tage. 20 Tage im Auto sitzen. Und dann hast du irgendwie so Textriemen, na klar, die versuchst du irgendwie am Abend vorher zu lernen, auf dem Sofa zu Hause, aber wenn dann irgendwie noch x Requisiten dazukommen, das kann man sich ja nicht, also das muss man dann vor Ort ausprobieren und wie das zum Text passt, das kann ich nicht zu Hause auf dem Sofa machen. Und komme dann früh ans Set und dann heißt es, nee, Proben tun wir da nicht, wir drehen gleich mal. Ja. Stopp. Okay, aber das ist, so, ja, wir können aber das ist nicht schlecht. Entschuldigung, habt ihr digital gedreht? Wir haben digital gedreht. Weil dann macht es natürlich Sinn, weil das wollte ich vorhin schon fragen. Es gibt ja es gibt Regisseure, die das gerne mögen, was ich auch sehr vernünftig finde, dass sie noch keinen Input geben, sondern sagen, macht mal eure Version. Ohne, dass ich jetzt sage, spiel's mal so und so. Weil ansonsten kriegst du diesen ersten Eindruck oder das, was der Schauspieler damit machen will, kriegst du ja nicht. Also mir ist zum Beispiel oder guckt aber jetzt schnell. Das macht mich aber nervös. Ja, tatsächlich? Nee, ich habe natürlich schon gern die Kontrolle über das, was ich mache. Ja. Und wenn man, die wollte ich nicht geben. Ja, die wollte ich nicht geben. Okay. Und wenn du halt eine lange Szene spielst und viel Text hast und dabei noch mit x Sachen rumhantieren musst, dann... Und das soll ja auch wiederholbar sein, ja. Du sollst ja angeblich dann noch im zweiten und dritten und fünften Take genau wissen, wann du was genommen hast, bei welchem Wort und wo du irgendwie eine Pause gemacht hast, damit es möglicherweise auch noch zusammenzuschneiden geht. Und die hatte ich überhaupt nicht die Kontrolle am Anfang und das war ich dann sehr, Nein, es ist unfroh. Was dazu spannend ist, wir hatten halt, wie gesagt, diese Proben. Wir sind vorher auf dem Kudamm und haben dann einfach diese großen Monologe geprobt. Und da bin ich auch selber gefahren, weil ich einfach ihm zugehört habe und versucht habe zu fühlen, was er da macht. Und genau diese Kontrolle, die haben wir dann einfach... immer mehr über den Jordan geschickt und dieses wirkliche Loslassen, das war einfach toll, weil dadurch konnte man halt diese Figur dahin bringen,
wo ich habe Tom vorher noch nie so gesehen und das war mit für mich ein Kriterium, ich weil auch ich nicht wusste. Aber das ist dann eine tolle Erfahrung. Aber ist gut. Ja, na klar. Ich meine, hattest du so ein bisschen vielleicht, also nachdem du das gelesen hast, und wir wussten, also ich weiß ja, dass du, nachdem du hier bei uns, nachdem wir hier Game of Thrones geguckt hatten, da hattest du ja schon mal so gesagt, ey, für dich ist sowas viel wichtiger, halt wie die Dialoge sind und dass die Figur gut ist und so weiter. Du stehst gar nicht so auf große Action und bla bla. Hattest du irgendwie so ein gewisse, ja, ich will nicht sagen Fahrtrichtung, aber vielleicht so ein bisschen Inspiration oder irgendeine Quelle, wo du rausgezogen hast? Weil was ich so geil an deiner Figur fand, war immer dieses im sächlichen Sprechen, dieses ist das verstanden worden? Ja, ist das jetzt klar? Und so Sachen, also diese Militärjargon. Nee, das ist natürlich, das ist im Drehbuch. Und das ist schon so angelegt. Klar, Militärjargon. Und ja, ich meine, man versucht sich so Stücken überall zusammenzusuchen und das dann irgendwie in den Fluss zu bringen und das dann stimmig zu machen. Und aber es gab jetzt nicht ein Vorbild. Nee, also aber oder ja, ich meine, mich hätte jetzt auch interessiert, ob du jetzt vielleicht aus mehreren, oh ja, hier, Anthony Hopkins hat damals das und das gemacht oder keine Ahnung, also nur jetzt plakativ gesprochen. Nee, ich versuche mir das manchmal vorzunehmen, denke ich so, wenn ich jetzt irgendwie den nächsten Film drehe, dann gucke ich mir mal vorher ein paar gute Filme an und dann spiele ich es genauso. Aber es funktioniert nicht und ich habe das Pech, ich kann mir auch Sachen ganz schlecht merken, komischerweise, also so Filmsachen. Ich kann einen Film jedes Jahr einmal gucken und kann ihn völlig neu gucken. Also ich vergesse sehr viele Sachen. Das wird wohl am Alter liegen. Christoph Mille war auch ein Geschenk dafür, weil Christoph Mille ist mittlerweile ein guter Freund, der Autor des Drehbuchs, der so unterschiedlich ist zu mir als Typ, dass ich wusste, wenn wir beide einen Konsens finden, dann kann es nur abgefahren sein. Irgendwie. Also es war, das war spannend und Christoph bringt halt auch diese Sprache mit, also dieses Fachwissen auch über Militär und dann ist es so ein bisschen die Interpretation von mir, die ich an Tom gebe, er interpretiert es wieder und das sind dann entstehen tolle Sachen. Das ist wie so ein Bild. Weißt du, kennst du das, wo ich den Kopf mal, dann knicke ich um und dann dann passieren tolle Sachen. Aber jetzt noch, also ich stutze immer noch anhand des Release-Fensters. Ja, also ihr seid jetzt nur für dieses Wochenende, für 3 Tage, also heute, morgen, Samstag. Genau. Ist dieser Film im Kino zu sehen. Dieser Film im Kino zu sehen ist, das könnt ihr auf der Seite von Berlin Falling, berlinfalling.de ist die Seite, ne? Genau, da oder stehen Facebook, alle bei der Facebook-Seite von berlinfalling.de, das sind Kinofeinde. Wir laufen fast 170 Kinos in Deutschland, ja, also super. Es wird ein großer Release jetzt 3 Tage. Es läuft auch nicht in jedem Saal 3 Vorhände, sondern in diesen 3 Tagen können die Kinos ihren Event programmieren. Mhm. Es wird auch eine kleine Kinotour geben. Heute sind wir in Berlin in 2 Sälen, in der Kulturbrauerei und im Kubix. Mhm. Dann bin ich morgen, die Infos würdet ihr auch auf der Facebook-Seite finden, Lübeck, Lüneburg und Hamburg. Und am Samstag in München. Und in welchem Kino seid ihr in Hamburg? Das weiß ich noch nicht. Aber Tom? Nee, Studio-Kino, glaube ich. Studio-Kino? Oh, das ist ja hier Bernstorffstraße, ja. Sie haben die Ecke. Quasi. Also aber ich bitte nachschauen. Okay. Ich weiß im Moment nicht mal, wer wo ich gestern war. Na, vielleicht komme ich nochmal hin. Morgen. Dürfen wir über Budgets sprechen? Dürft ihr über Budgets sprechen? Das würde mich nämlich bei so einem Film echt mal interessieren. Das Budget ist nicht wirklich so kommunizierbar, weil das ist ziemlich, aber also Cash war es nicht so viel. Dachte ich mir, aber das finde ich gerade so motivierend oder inspirierend, ne? Dass man. Ich hatte schon das Gefühl, dass es nicht so hoch war, aber dass man sowas Tolles dann daraus macht, das passiert da relativ selten. War er die größte Kostenstelle? Die Hälfte davon. Das Ding ist einfach, ich habe das Glück, dass Leute wie Tom, wie Chao, Charlie, auch unser Szenenbildner Colin, wir haben so viele Kreatoren, der die unfassbare Musik dazu geschrieben hat. Wir haben uns, Roto hat uns unterstützt, Basis hat uns unterstützt, Vantage, also es gibt so viele Leute, die da dahinter standen und gesagt haben, hey, lass es uns machen. Mhm. Alles auf Grundlage des Skripts? Alles auf Grundlage des Skripts und der Menschen, glaube ich. Also es ist die Kombination von Menschen und das wirklich ein Team war. Also ich habe auch zum Beispiel Leo von MCC, weißt du, der mit dem Lowloader jeden Tag vorbeigekommen ist und den Shotmaker und die Sachen und uns die Möglichkeit gegeben hat, den Film anders aufzunehmen. Dazu haben wir eine Konzeption hingemacht, dass wir nicht gesagt haben, wenn bestimmte Sachen vielleicht irgendwie theoretisch in die Luft fliegen könnten, dann zeigt man es vielleicht so, wie man es vielleicht so noch nie gesehen hat oder man zeigt irgendwie andere Sachen anders. Man benutzt jetzt schon wieder, was
wie Torio gesagt hat, hast Available Light, aber man geht halt dahin, wo genau das Licht ist, was man haben will, ist es kein Available Light mehr. Mhm. Also zum Beispiel Akudam über die Weihnachtszeit, ich wohne da um die Ecke, ich habe mich immer gefragt, warum hat das nie jemand benutzt? Weil es so cool aussieht eigentlich, ne? Und das war eigentlich im Drehbuch eine andere Interpretation von Mille, weil im Hintergrund so ein bisschen fast wie Fight Club so die Häuser zusammenbrechen und brennen und die Stadt fängt an zu brennen und das habe ich einfach anders umgedreht. Ich habe das glühen lassen durch diese Weihnachtsbeleuchtung. Ja, der Glow ist mir aufgefallen. Ja. Eine, das ist ein Spleen von mir. Also okay. So ein bisschen Spielberg macht das ja in den letzten Jahren relativ häufig. Ja, was ich wahnsinnig gerne mache, ist die Highlights, die Highlights zu Kino, mit denen zu spielen, die blurren. Und, also wenn ich jetzt könnte und das Budget hätte, würde ich sogar noch Second Passes fahren und so. Okay. Oh, jetzt also, müsst ihr das mal kurz erklären. Das gleiche Bild nochmal drüberlegen. Du hast gerade MCC gesagt, das ist mir auch aufgefallen. Ihr habt ganz viele Szenen, fahrendes Auto und die Kamera ist außen und fährt außen halt so an euch, von der Frontscheibe, an der Seitenscheibe so vorbei. Das ist, und ich dachte, die Stimme. Ist das, was du meinst? Oder? Ja, MCC ist praktisch, ein Lowloader ist praktisch so ein, für die, sagen wir, Leute, die sich überhaupt nicht auskennen, als Anhänger zu verstehen, der sehr nah über dem Boden, deswegen genau, Lowloader, ja. Es gibt so diese normalen Hänger, da merkst du eigentlich, die anderen Autos fahren alle so ein bisschen stocktiefer an dir vorbei. Ja. Und die Lowloader, die sehen wirklich realistisch aus. Okay, aber ihr hattet da ein Grid oder irgendwas an der Seite? Da ist die Kamera, eine Schiene drumherum. Also das war alles echt? Das hatte ich mich gefragt. Ist das jetzt Studio? Nee, also aber auch dieses Reinbremsen, was nach Visual Effect ausschaut. Mhm. Natürlich haben wir das dann, deswegen kann ich spoilern, weil es im Trailer ist. Also man hat dann die Scheibe natürlich digital eingesetzt. Aber das ist wirklich so gebremst auch von mir. Und von Ferdi dann, unserem Stunt-Coordinator, geführt die Kamera. Ja, super. Eine Frage hätte ich noch. Ich glaube, damit mache ich noch einen Riesenfass auf, aber ich möchte jetzt einfach trotzdem... Möchte lass mich raten. Du willst ihn fragen, ob er noch Fragen über Game of Thrones hören kann. Nee, die hätte ich jetzt hätte ich nachgestellt. Ich habe schon die ganze Zeit gewartet. Also ja. Wir wären nicht die Sendung, die wir wären, wenn wir nicht fragen würden. Ja? Aber erst will ich noch eine... hast du vielleicht Angst gehabt, dass du mit Andreas eine Figur schaffst, an der sich vielleicht Leute ein Beispiel nehmen? Ich glaube, ich wurde auch zwei, dreimal gefragt, ob ich Öl ins Feuer gieße. Ich glaube eher, der Film will auf das Öl neben dem Feuer hinweisen. Mhm. Und das Ding ist einfach, es kommen wahnsinnig viele Leute raus aus dem Film und fühlen sich ertappt. Mhm. Das ist gut. Und das finde ich gut. Also es gibt da Leute, die mich, das habe ich wirklich gemerkt, egal wer den Film schaut und auch teilweise was für Meinungen es darüber gibt, der Film lässt die Leute nicht los. 3-4 Tage danach kriegst du plötzlich einen Anruf oder eine Mail oder einen Anruf oder Reaktionen über Facebook oder Leute kommen auf dich zu. Und ich glaube, dass man in Schwarz-Weiß-Tönen nicht arbeiten kann. Und was ich so faszinierend finde, wenn du Kritiken über deinen Film hörst, dann ist die ja meistens so in Schwarz-Weiß gezementiert. Aber es gibt ja ganz andere Leute. Und es gibt Leute, die kommen raus und sagen, das ist überhaupt nicht unterhaltsam, das ist viel zu real. Andere sagen, boah, ist das geil, ein Erzähler, ein bisschen unglaubwürdig. Also die nächsten, weißt du, du hast ja so viele Sachen. Es gibt dann so Sachen, die dann schreiben, okay, der eine, das will ich nicht spoilern, aber gab eine Kritik, die ich dann auch spannend fand, weil sie einfach genau das gesagt hat, dass man denen eine Plattform gibt. Andere sagen, du machst es dir aber einfach, du gehst nur auf die Rechten los oder nur da drauf los oder nur das. Also jeder interpretiert das auf sich und das finde ich so spannend, weil ich auch den Leuten, glaube ich, mit dem Film nicht eine übliche Kost vorkau und auf den Tisch schmeiße, wie die gewohnt sind, auch mit der Musik. Man bringt alles in eine Richtung oder entmündigt den Zuschauer. Und das wollte ich nicht. Und dadurch hat der Film eine große Interpretationsspielraum. Es wird solche und solche geben. Aber das ist auch das, was ich vorhin sagen wollte. Ich wollte zur Diskussion anregen. Weil wer bin ich? Ich bin kein Top-Politiker oder sonst was. Ich habe auch nie gedacht, dass ich ein politischer Mensch bin. Ich habe das in den letzten 2-3 Jahren gemerkt, dass ich anscheinend doch bin. Also auf jeden Fall eine Haltung habe. Man wird ja quasi auch gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und eine Meinung zu entwickeln. Und in dem Wort Unterhaltung steckt das Wort Haltung drin. Und ich würde ganz gerne unterhalten mit Haltung. Ich habe auch noch eine letzte Frage. Ich glaube, das ist so ein Film, bei dem es passieren könnte, sagen wir mal so in einem Jahr, dass aus Amerika plötzlich ein Anruf oder eine Mail kommt und sagt, Remake. Sag mal, wir würden gerne ein Remake machen. Wir wissen auch schon mit wem und so. Was würdest du sagen? Aber sie wollen nicht euch. Sie wollen nicht euch fürs Remake. Sondern sie wollen die Idee in den Film und sagen, hier Remake mit, was weiß ich, Colin Farrell. wenn ich so einen Anruf bekommen würde, würde ich sagen, das kann kein guter Produzent sein, sonst wüsste er, müsste Tom Lagier nehmen. Sehr gut, sehr gut. Ja, Tom,
Darfst du was sagen? Wie kann ein Mann dir helfen? Ja. Bist du dabei? Jetzt? Okay, ich spoilers. Ich bin nicht dabei. Okay. Damit ist eigentlich alles gesagt. Darfst du was sagen? Oder darfst du nichts sagen? Ich weiß nichts. Ach so. Okay. Ach Gott. Vielleicht darf ich was sagen? Vielleicht bin ich eigentlich Tom. Ja, ja, stimmt. Ne? Das kann natürlich sein. Oder ich bin Wilson. Wir müssen eine Werbung machen, vielleicht. Aber wir haben noch einen Teil. Ja, wir haben Ach Gott, Teil. Dann machen wir schnell Werbung und melden uns gleich zurück. Genau. Gott, ich dachte, wir sind jetzt schon am Ende. Nein. Ach, gut, Werbung, bis gleich. Zurück. So, da sind wir doch nochmal. Was ich nicht gedacht habe, da habe ich jetzt echt gedacht, irgendwie, oh, jetzt mache ich kurz vor Schluss nochmal hier dieses große Thema auf, wie diese Figur vielleicht von der Öffentlichkeit angenommen wird. Zum Glück haben wir noch ein bisschen. Tom darf natürlich nichts erzählen, ist ja klar. Was glaubst denn du? Taucht er nochmal auf? Netter Versuch. Hat er dir was erzählt? Ja, ich habe nie gefragt. Du hast nie gefragt. Nee. Ich habe gemerkt, wie er reagiert. Doch, aber bis dahin noch nicht. Ich bin in ganz vielen Serien. Ganz ehrlich, ich habe das letzte Mal, wo ich dann wirklich auch abgetan war, es gibt eine Boardwalk Empire zum Beispiel. Ja. Eine Serie, die habe ich so gefeiert, die habe ich so geliebt. Und ich habe die angeschaut und plötzlich machen die ja so ein Kackende draus. So sauer irgendwie. Ja, das übliche Problem. Frag mich mal bei Deadwood. Jetzt habe ich irgendwie die ganze Zeit in diesem House of Cards. Und jetzt schalte ich jeden Tag wieder die neuen Folgen ein und ertappe mich, ich bin in den Nachrichten irgendwie, also es ist sowieso mittlerweile so absurd, aber ich hatte ihn ja jetzt wirklich 2 Jahre vor mir auf dem Screen und ich habe eigentlich so gut wie gar nichts mehr geguckt. Irgendwie. Ich hätte, meine Frau dreht durch, weil sie will die ganze Zeit Serien gucken und wir sind eigentlich Serienjunkies, aber wenn ich anfange, wann soll ich dann weitergucken? Im Moment, also ich versuche jetzt ein bisschen runterzufahren. Aber ich würde mal gerne auf seine Frage eingehen. Wenn jetzt Hollywood anrufen würde und würde sagen, okay, wir wollen den Film machen, du darfst den auch gerne inszenieren, aber wir wollen zwar andere Darsteller. Gut, das ist ja nicht unwichtig. Ich bin kein hypothetischer Mensch. Also für mich ist es immer so, ich würde... Du warst doch dein Ziel irgendwo, oder? Also du willst doch irgendwo hin, sag ich mal, als Regisseur. Also du wolltest auch ganz groß aufziehen, ja, ne? Mit Riesen-Promo. Wann hat denn sowas schon mal geklappt, dass ein Remake, also wenn es mal ganz abgesehen davon... 3 Männer und ein Baby? Funny Games? War das Remake Funny Games hat als nicht Original? Funny Games hat nicht Funny Games habe ich ja, auch okay, das Gefühl, das war... Mindestens gut. Nee. Ich fand es einfach absurd, auch den Film dann wirklich 1:1 nachzudrehen und mit anderen Schauspielern für einen anderen Markt. Also, weil bei Psycho hat es auch funktioniert. Also für mich persönlich, ich würde immer auf die Sachen reagieren und ich habe nie, weil du gefragt hast, nee, ich habe komischerweise nie nach diesen Kriterien, nach Erfolg oder sonst was ausgesucht. Denn ich glaube, das hat mich immer so autark gemacht. Aber es ist auch kein Reiz da oder Interesse zu sehen, wie jemand anders das in Anführungsstrichen mit mehr Mitteln, nein, was, die man theoretisch, nicht braucht. Theoretisch, wir haben, also sagen wir es mal so, wir haben Weltvertrieb mittlerweile. Also mittlerweile haben wir auch... Deswegen auch der englische Titel? Nee, Berlin Falling haben wir einfach, das ist wirklich so, das The Devil You Know is better than The Devil You Don't Know. Also es war so, was heißt das? Der Teufel, den du kennst, war... Ja. Ist besser als den Teufel, den du nicht kennst. Nee, das war für mich die ganze Zeit so der Arbeitstitel, Berlin Falling. Es gab noch ein paar andere Titel, die ich jetzt nicht sage, weil die würden wieder spoilern. Mhm. Und dann gab es ein paar Versuche irgendwie und jetzt sagen sie alle, ja, es gibt ja schon Berlin oder Falling-Titel und was weiß ich nicht alles. Das kam aber alles erst danach auf. Also wir arbeiten an diesem Arbeitstitel schon gefühlt 3 Jahre. Das ist so gefährlich. Ich hatte das auch mit Spielfilmen, an denen ich gearbeitet habe, wo sie mir gesagt haben, sie haben mir das Skript gegeben und das erste, was ich den Regisseur oder die Regisseurin gefragt habe, ich so, okay, alles cool, ist das ein Arbeitstitel? Und sie, ja, natürlich, das ist ein Arbeitstitel. Und ich so, okay, das heißt, da kommt ein anderer Titel, weil ich keinen Bock auf den Titel in meinem Lebenslauf hatte. Sie, ja, ja, natürlich. Und dann irgendwann so, nach einem Monat stand so Arbeitstitel vor 1 und irgendwann stand nicht mehr AT davor und ich so, was ist denn mit dem AT los? Nee, wir finden den jetzt gut. Und ich so, oh, das hatte ich jetzt 2-mal. Und dann steht dann, Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut in der Vita. Genau, zum Beispiel. Oder genau. Teenie Sex im Plattenbau. Nee, aber so hieß der Film wirklich. Was? So hieß der Film wirklich. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Das ist eine jüdische... Nee, Moment, das ist eine jüdische... Das ist mit Berlin Vergleich. Nein. Worauf ich hinaus wollte, war... Und das war bei meinem ersten Spielfilm genauso. Der hieß nämlich Toilets. So... Und ich habe immer gesagt, Leute, das ist auch ein Arbeitstitel, ne? Das kann man nicht machen. Ja, aber er spielt auf Toilette. Ich so, ja, aber das ist furchtbar, das ist peinlich. Und am Ende hatten sich alle so dran gewöhnt, dass sie den
Titel sogar schon richtig lieben gelernt haben. Nee. Weil sie halt anderthalb Jahre oder zwei oder fast drei Jahre damit verbracht haben. Und sie hatten sich so dran gewöhnt, wieso ist das nochmal? Ich so, nein, wenn du das erste Mal hörst, das geht überhaupt nicht. Deswegen wäre das von Interesse, oder das könnte ich mir vorstellen, ihr arbeitet so lange daran und findet irgendwann Berlin Fallen. Ich meine, Berlin Fallen, Berlin Calling ist natürlich auch so ein bisschen... Ja, aber wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wer den Film gesehen hat, hinterfragt den Titel zu 89% auch nicht mehr. Also das ist irgendwie, ist das, ich mag den Titel wahrscheinlich mittlerweile so. Er ist auch ein guter Titel. Und mich hat es dann nicht mehr gestört, weil viele Leute denken jetzt an London Fallen, Olympus is Fallen oder was weiß ich, wie die ganzen Filme heißen. Also für mich ging es gar nicht darum. Und was will man das Rad ständig neu erfinden? Und der Titel hat gepasst und funktioniert und auch international funktioniert. Also gut. Daran hatte ich jetzt auch. Und ich glaube, was immer, um die Frage final zu beantworten, da passiert, würde ich dann auf das Angebot reagieren. Also der Weltvertrieb hat die Remake-Rechte, die kann der mit vermarkten und dann guckt man einfach. Also, aber sie brauchen dein Okay. Ich denke, ich glaube, für mich ist es einfach so, jetzt habe ich das Projekt erstmal gemacht und das ist immer so unsere Frage im Endeffekt, was wir da machen. Also, okay. Was steht jetzt als nächstes an? Der nächste Film, der gleich im Anschluss in die Kinos kommt, da spiele ich einen Gastauftritt, das war eine tolle Arbeit, das heißt Das Löwenmädchen. Der startet am 14. September in den Kinos. Da spiele ich den Ex-Mann André Buhr. Das war eine tolle Zusammenarbeit mit dem Connor O'Sullivan. Das ist so ein Special-Make-Up-Artist, der hat auch diese ganzen Heath Ledger-Joker-Masken gemacht und so weiter. Und der hat mich in 6 Stunden täglich da zu diesem Ex-Mann verwandelt. Cool. War ganz spannend. Und Tom, dir? Sag mal, ich wollte jetzt auch noch mal wissen, eigentlich generell, wie das wie es so weitergeht. Beziehungsweise, ob ich meine, Thrones ist natürlich jetzt echt so ein Welthit. Und hat dir das international geholfen, würdest du sagen? Oder hast du dadurch auch mehr in Deutschland gemacht? Na, sowohl als auch. Sowohl als also, auch. Das hat man, oder das habe ich schon ganz deutlich gemerkt. Mhm. Also international hat es überhaupt erst mal mich so ein bisschen auf ein paar Listen gebracht. Und in Deutschland auch. Ja, also ich kriege wesentlich mehr Angebote als vorher. Ja, kann ich ja jetzt brüsten mit dir, ne? Ja, das ist so, gut, das ist halt ein Geschäft. Ne? Also es ist ja, klar. Es geht nicht nur um Kunst. Und ich versuche dann eben danach auszuwählen, dass ein bisschen Kunst auch dabei ist. Aber ich habe das die letzten 2 Jahre wirklich gemerkt. Also so, wenn ich am Anfang gesagt habe, ich habe Tom Lagier erwähnt. Okay. Irgendwie jetzt, wenn ich, also muss es gar nicht sagen, sondern alle so, ich hab das immer gesagt. Der Tom, der stand bei mir immer auf dem Zettel. Es ist sehr spannend. Ich hätte jetzt auch noch interessiert, wie du überhaupt oder warum du überhaupt einen ausländischen Agenten oder einen amerikanischen Agenten gemacht hast. Das machen ja nicht viele. Ja, hat er davor schon. Warum ich das? Ja, also als du zu Thrones... ich habe mir vor 10 Jahren, also ich war in einer ähnlichen Situation wie Ken, also ich konnte glücklicherweise immer einigermaßen leben von dem Job. Bin jetzt nicht Kellnern gegangen nebenbei, aber ich war nie zufrieden mit den Sachen, die mir angeboten wurden. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es alles ein bisschen starr ist und ich da nicht weiterkomme. Und dann dachte ich so, als zweites Standbein vielleicht eine Agentur in England. Und ach so, das lief über eine englische Agentur. Genau, und das hat dann auch eine Weile gedauert, bis ich dann da irgendwie so ein bisschen Fuß gefasst hatte und ein paar Projekte bekommen habe. Und dass dann Game of Thrones kam, das war natürlich Goldglück. Ja, immer Glück ist Können, sagt Hermann Gerland. Schönes Schlusswort. Schönes Schlusswort. Mit diesen Worten. Wir hätten jetzt gerne noch eine Stunde weitergequatscht. Ja, ne? Eigentlich schon. Toll, Alvin. Es muss uns hier schon wieder abwürgen. Immer diese verdammte Sendung. Na gut, Ken, Tom, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke euch. Ich wünsche euch wirklich viel Erfolg. Liebe Leute, gebt dem Film eine Chance, geht mal da rein, guckt euch den an, weil es ist ein Film, der so in Deutschland selten irgendwie das Licht der Leinwand erblickt, der sich traut, auch irgendwie konsequent am Ende durchzugreifen und der einen faszinierenden, sag ich mal, ja, ein faszinierendes Psychoduell zwischen zwei echt krassen Charakteren irgendwie darstellt. Ein paar sehr schöne Wendungen, die man Susa auf jeden Fall sehr selten sieht. Ich meine, es klingt natürlich wie Werbung, wir haben die Gäste hier, nur als kleine Kritik, ich fand das Finale da in diesem Raum, fand ich ein bisschen übertrieben, was so diese Spielereien angeht, wo du, wenn du da irgendwie noch ein bisschen erzählst und ausholst und keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, ein überraschender Film, überraschend gut, überraschend hart und heftig und auch so von den Wendungen her, meinen Segen habt ihr auf jeden Fall. Ja, also, wenn wir den mal irgendwann hier zeigen dürfen, falls die Rechte dann... Müssen wir nur mal ein bisschen mit Sky telefonieren. Genau, wir müssen mit Sky telefonieren. Kriegen wir hin. Wir haben auch Game of Thrones gezeigt, also dementsprechend, da kommst du gerne her und kannst uns erklären, was du alles gemacht hast in dem Film.
Wenn, sobald es irgendwann möglich ist, machen wir das. Geil. Sehr schön. Geil. Vielen, vielen Dank. Vielen, viel Spaß auf der Tour. Jetzt also, Freunde, heute, morgen, Samstag und mit ein bisschen Glück dann auch nochmal in irgendwelchen Kinos. Es gibt ja jetzt schon, also nächste Woche zum Beispiel gibt es noch einen großen Event in Braunschweig und die Kinos sind ja auch, es gibt jetzt ein paar Kinos, die schon gesagt haben, sie würden gerne länger spielen. Mal schauen. Also ist erstmal als Event. Also die geplant. Option besteht, dass es doch länger ist. Die liegt an euch. Also okay. dann geht alle rein. Geht rein. Alle reingehen und dann läuft er länger, dann könnt ihr nochmal reingehen. Alles seine Vorzüge. In diesem Sinne, macht's gut, schönen Donnerstag. Ich glaube, es geht jetzt hier weiter mit Wir müssen reden. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich am Samstag beim Pokern und oder hier bei den Jungs im Kino und nächste Woche spätestens. Im Klimansland, ne? Bis dahin. Tschüss. Tschüss.